Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, Kollegen, auf dem Gründungsfoto der endlich nach langer Ankündigung gegründeten Regierungskommission gleichwertige Lebensverhältnisse lächelt Horst Seehofer, Franziska Giffey, Julia Klöckner und Hubertus Heil in die Kamera. Bei allem Respekt vor diesen Ministern, es geht doch hier aber eigentlich um Wirtschaft und um die ländlichen Räume. Wir von der AfD wollen die ländlichen Räume wiederbeleben. Wir wollen, dass die dörflich geprägte Kultur in Deutschland mit ihren autonomen Sozialgemeinschaften, ja durchaus auch mit ihrer bäuerlichen Tradition erhalten bleibt. Diese aber nur durch einen starken Mittelstand und eine lebendige Start-up-Szene ergänzt wird. Sie, liebe Bundesregierung, Sie lassen die ländlichen Räume seit Jahrzehnten links liegen. Die ländlichen Räume sind ausgeblutet. Der Patient ist eigentlich tot. Medikamente bringen nichts. Es braucht einen Defibrillator. Ich glaube, dass der Staat für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse vor allem mehr Verantwortung im Bereich der grundlegenden Infrastrukturen übernehmen muss. Das bedeutet, er hat zu gewährleisten Straße, Schienen, Stromnetze, Wasserleitungen, Telefonleitungen, Gesundheitsversorgung, Bildung und vor allem Mobilfunk- und Breitbandnetze. Das, meine Damen und Herren, das ist Daseinsvorsorge, das ist Kernaufgabe des Staates. Infrastruktur ist kein marktfähiges Gut, sondern Voraussetzung für das Vorhandensein und Entstehen von Markt. Und das ist es, was wir schaffen müssen, florierende Marktplätze auf dem Land. Und gerade auf die digitale Infrastruktur kommt es in den ländlichen Räumen an. Ohne flächendeckendes 5G-Netz riskieren wir die Zukunft unseres Landes. Ohne 5G wird sich kein Start-up-Unternehmen aufs Land verirren. Ohne 5G, auch auf dem abgelegensten Bauernhof, kann es keine digitalisierte und damit auch umweltfreundliche Landwirtschaft geben. Kommunikation, schnelle Datenübertragung, autonome Verkehrssysteme, eine große Chance für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstand auf dem Land. Und zur flächendeckenden Infrastruktur muss ein effizientes Förderbaukastensystem hinzukommen. Hier müssen besonders bedürftige Gebiete identifiziert, kategorisiert und dementsprechend gefördert werden. Das meine ich mit dem Begriff Sonderwirtschaftsgebiet. Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen entsprechend ihres Standortes und Umfeldes bei Forschung, Entwicklung und Investitionen individuell und wirksam. Technologieoffen und nicht ideologiegesteuert. Mit dem Ziel einer sich selbst tragenden Wirtschaft, die gesamte Förderstruktur ERP, ZIM, GRW und so weiter muss völlig neu gedacht werden. Mit den Unternehmen müssen auch die Menschen, vor allem Familien mit Kindern, aufs Land ziehen wollen. Der Kauf des Eigenheimgrundstückes kann doch steuerfrei sein. Die Grundsteuer sollte ohnehin abgeschafft werden. Vereinfachtes, unbürokratisches Baurecht, Abbau von Auflagen, schnellere Genehmigungsverfahren und keinesfalls Verhinderungsverfahren. Wir brauchen die kleinen Betriebe auch wieder in den Ortskernen, die heute in denkmalgeschützter Schönheit sterben. Handwerker und Dienstleister aus den Gewerbegebieten wieder ins Zentrum holen. Neues in Altem. Softwarebuden in Fachwerkhäusern. Die Wiederherstellung der tatsächlichen, auch wirtschaftlichen Nutzbarkeit von Ortskernen müssen die Fördermaßnahmen flankieren. Meine Damen und Herren, der Herzstillstand auf dem Land ist jetzt, 2020, zum Abschluss Ihrer Kommission, ist der Patient längst beerdigt. Wir haben die Chance, nutzen wir sie jetzt, Herr Minister, geben wir den Menschen den ländlichen Raum zurück. Vielen Dank.